Hallo und herzlich willkommen zu dieser Practice Session. In dieser Folge geht es um Hi-Hats Humanizing. Und zwar steckt dahinter, dass man bei einer Percussion ja immer so ein bisschen einen Groove, so ein menschliches Feeling reinbringen kann, so diese menschliche Fehlbarkeit oder, naja, muss ja nicht unbedingt Fehlbarkeit sein, aber so dieses, den Groove, wo man einfach so mitschaukeln kann, mitwippen kann. Und ich habe mir da so ein paar Sachen rausgesucht und die will ich euch jetzt zeigen und ja, legen wir doch einfach mal los. So, ich habe jetzt einfach mal das E-Hi-Hat oder das E-Hat genommen und jetzt mal einen ganz einfachen Takt erstellt, der so klingt. So, der klingt ja jetzt einfach mal so roboterhaft, wie ich den einfach nicht haben will. Und jetzt, wenn ich mal nicht weiß, was ich jetzt da genau machen will, ich kann ja hier einfach mal die Velocity reinnehmen und die zwei ein bisschen leiser machen und dann die zwei ein bisschen leiser machen und dann mal anhören, wie sich das anhört. Und das hört sich gar nicht an, weil ich nämlich die Velocity nicht hochgesetzt habe, auf Hälfte. Ja, also ich kann jetzt hier einfach mal so für mich rumprobieren, was ich so an Groove haben will, aber irgendwie, ja, wenn mir nichts einfällt, fällt mir nichts ein und dann es dann so rumprobieren, kann zwar zum Ziel führen, aber es gibt schönere Wege oder interessantere Wege oder einfach, sagen wir mal, einfachere Wege gibt es da. Und zwar, wenn ich hier auf den Clip klicke oder hier reinklicke und Steuerung A alle Noten auswählen, dann habe ich im Inspektor diesen Bereich hier. Und in dem Bereich gibt es den Velocity-Bereich. Na, da war nicht ganz auf 100 hier. Und in dem Velocity-Bereich kann ich natürlich hier die Velocity verändern. Ich kann aber hier noch rechts auf diesen Pfeil klicken und dann geht hier so ein Fenster auf. Und da kann ich hier mit dem Mean wieder die Velocity hin und her schieben. Lassen wir die einfach mal da. Und kann dann mit dem Chaos-Regler rumspielen. Und zwar, wenn ich immer drücke und hochschiebe, verändert sich die Velocity hier bei den verschiedenen Noten. Wenn ich den Spread größer mache, ist natürlich die Lautstärken, Abstände größer. Machen wir vielleicht nicht ganz so laut. Und ich kriege jetzt hier so per Zufall einen Beat, der konstant ist. Also einmal Zufallsfunktion, dann wird mir so ein Velocity Groove vielleicht, nicht Beat, sondern so ein Groove erzeugt. Und spielen wir den einfach mal ab. Näher hier ran. Vielleicht ein bisschen kleiner. Und ich kann jetzt einfach mit dem Chaos so ein bisschen vor mich hinspielen. Vielleicht ein bisschen größer, Minen vielleicht hier mal so ein bisschen. Und ich kann jetzt einfach hier so vor mich hinspielen, bis ich was finde, was mir gefällt. So. Und das Gleiche kann ich dann noch machen, weil wir haben jetzt ja alles in der Mitte. Das Gleiche kann ich jetzt auch nochmal machen für das Panning. Also ich könnte jetzt hier die einzelnen Positionen verändern. Ich kann das aber auch genauso hier wieder machen mit dem Panning. Und zwar klicke ich hier wieder auf diesen Pfeil und spiele wieder mit dem Chaos-Regler rum. So ein bisschen. Und jetzt habe ich das Hi-Hat immer so ein bisschen rechts, links, mittig, aber immer wieder gleich, also immer wieder wiederholend. Und ich habe so einen kleinen eigenen Groove jetzt gefunden, den kann ich jetzt einfach mal übernehmen und habe den jetzt halt immer einen Takt lang. Und wie gesagt, also man kann das auch über längere Takte machen, aber
Das könnte dann dazu führen, dass der Zuhörer das gar nicht mehr richtig wahrnimmt, dass es zu komplex wird. Und dann dieser Mitnick-Faktor oder Mit-VIP-Faktor dann einfach wegfällt. Wenn ich jetzt so ein Chaos-System über 16 Takte habe, das wird dann völlig unmöglich für den Hörer, da irgendwie so einen Rhythmus zu finden. Aber wenn ich jetzt so einen Takt habe oder je nach Geschwindigkeit zwei Takte habe oder vielleicht auch noch vier, weiß ich nicht, müsste man mal ausprobieren. Aber ich denke mal, so mit einem Takt ist man schon mal ganz gut dabei und ist ja auch ganz cool, wenn man so einen Groove hat, den man dann einfach weiter kopieren kann. So, das wäre eine Möglichkeit. Machen wir das alles mal wieder hier zurück auf Ausgang, dass wir hier wieder den Roboter haben. Eine andere Möglichkeit ist jetzt noch, dass ich einen Steps-Modulator nehme. Und mit dem Steps-Modulator, ich kann das entweder hier machen oder an einem zusätzlichen Tool-Device, aber ich mache das jetzt der Einfachheit halber hier, moduliere ich jetzt einfach die Lautstärke. Die hatte ich so ein bisschen tief gedreht, hat mich schon gewundert. So, und die Lautstärke modulieren wir jetzt aber so ungefähr. Und dann drücke ich hier auf den Zufallsgenerator. Und ich kann natürlich entweder, wenn mir das zu heftig sind, diese Schwankungen, kann ich hier natürlich die Modulation zurücknehmen oder hier auch den Amount so ein bisschen zurücknehmen. Dann wird die Kurve insgesamt flacher oder die Ausschläge werden nicht mehr ganz so heftig. So verändert sich dann kaum mehr was. So dann quasi andersrum. Den Beat quasi oder den Groove, das ist ja eher der Groove als der Beat, den Groove umkehren. Oder einfach mal wieder einen neuen erstellen lassen. Oder ich kann natürlich hier auch einen eigenen einzeichnen und als kleinen Tipp, wenn ihr hier in dem Steps rumzeichnet und versucht hier mal so ein Ding zu löschen, gibt es einen ganz einfachen Trick. Shift-Taste festhalten, reinklicken und der ist hier auf 0. Und das kann ich hier einfach so durchziehen, dann habe ich hier alles wieder auf 0. So. Und ich habe hier jetzt halt 16 Steps, weil ich hier auch einen Takt mit 16 habe. Wobei ich hier natürlich nur jedes zweite 16 belegt habe. Und ich kann jetzt aber natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich will jetzt aber alle 16 haben. Ups, das wollte ich nicht. Löschen wir die hier mal und malen mit dem Pen die Alt-Taste gedrückt 16 hier rein. Einmal durch. So, und jetzt habe ich 16 16. Und könnte jetzt natürlich auch jeden zweiten hier ausblenden. Beziehungsweise, nee, kann ich nicht einfach ausblenden. Müsste den dann einfach leiser machen. Ups. Warum habe ich das jetzt gezogen? Ist jetzt hier alles? Ist das leiser? Genau. Könnte jetzt hier ein bisschen das leiser machen. Den zweiten leiser. Wieder einen Groove. Doppelt so schnell halt. Ja, das war's auch schon wieder. Das sind so zwei kleine oder drei kleine Tricks mit dem Panning zum Beispiel noch, wenn man das dazu nimmt. Man könnte zum Beispiel auch. Vielleicht das eine noch. Wenn man eh schon den Steps hier am Start hat, könnte man hier das Decay hier nochmal ein bisschen ändern. Und zwar das Decay, zu verdeutlichen, macht Folgendes. Könnt ihr quasi aus einem Closed einen Open Hi-Hat machen. Und wenn ich jetzt
quasi hier nur so ein ganz kleines bisschen verändere und das abspielen lasse. War das schon ein bisschen zu viel? Kann man noch so eine kleine Variation in das Closed Hi-Hat reinbringen? Natürlich auch in die andere Richtung. Und schon hat man wieder so einen leicht anderen Groove. So, das war's jetzt aber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, vielleicht könnt ihr das an der einen oder anderen Stelle auch mal ausprobieren oder benutzen oder gebrauchen. Benutzen sowieso. Alles Open Source hier. Darf jeder benutzen, wie er will. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr das eh nicht schon gemacht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Empfehlt mich weiter und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.